Jo Leute und willkommen zurück bei Breath of the Wild hier aus der Gerudo-Hochebene. Wir steuern hier gerade das Samphias-Plateau an, das wir uns schon ein bisschen angeguckt haben, doch etwas zu wenig. Und die Ojemine, ist hier jemand? Ach, das ist ein Niga-Versteck. Ah, okay, ich dachte mir schon, die Armen, aber dann ja, definitiv nicht arm. Ach ja, und Ravios Mütze habe ich beim letzten Mal gar nicht gezeigt, sehr, sehr weirde Maske, muss man einfach mal sagen. Und tatsächlich füllt jetzt auch schon die DLC bzw. Amiibo-Sachen eine komplette Seite aus. Das ist krass. Ist jetzt schon mies, dass ein Helm da ist, aber egal. Was wollte ich jetzt eigentlich machen? Ah ja, ich wollte was essen, damit ich die Jigas auch abschießen kann. Zack. Ah, da kommt einer. Perfekt. Drei Stück sind es auch. Das ist eigentlich echt krass. Zwei Stück schon weg. Wie viele Doppelschussbögen wollt ihr eigentlich droppen? So, und das war's mit denen schon. Ziemlich leichte Gegner, beziehungsweise eigentlich gar keine Gegner für mich. Ich dachte mir eigentlich schon so. Revalis Sturm ist bereit. Das ist gut. Und da dachte ich mir so, warum eigentlich ist das jetzt hier? Aber gut. Spurtlinge. Machen wir uns einfach mal kurz einen Trank. Habe ich noch irgendwas von Drachen vielleicht? Das wäre ganz gut eigentlich. Drachen, Drachen, Drachen. Where are the dragons? Der. Gut. Ich habe gar nichts mehr von Farodra, okay. So, was kommt denn da raus? 14 Minuten. Okay, das ist gut. Ich brauche zwar jetzt nicht die Heilung, aber ist mir egal. Ich möchte spurten da 14 Minuten. Damit wir heute noch ein bisschen mehr schaffen und schon in ein paar Parts vielleicht die 900 Crocs haben. Und dann natürlich kommt dann erst, bevor wir den Boss machen, die Ballade der Recken, das DLC-Pack Nummer 2. Das erste haben wir eigentlich schon abgeschlossen, und zwar die Prüfung des Helden. So wie im letzten Part haben wir ja auch das letzte Mal, was haben wir das letzte Mal? Das letzte Mal haben wir auch die letzte EX-Sache abgeschlossen. Ist hier eine Truhe jetzt diesmal? Ja, tatsächlich ziemlich schwache Gegner hier, muss man einfach mal zugeben. Dann werde ich die auf jeden Fall besiegen. Da ich gerade voll bin. Ja, und übrigens habe ich jetzt 28 Herzen, wer es noch nicht gesehen hat. Stopp, du triffst jetzt nicht, ne? Oh Gott, weg, 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 weg. Ah, ah. Oh je, bin nicht getroffen. Die blauen will ich wenigstens so besiegen. Dann den mal... Oh, ich wollte ihn gerade einfrieren. Sehr schön. Wow, es hat nicht gezählt. Es hat wie ein normaler Pfeil gezählt. Serious. Naja, dann bist du jetzt auf jeden Fall weg. Er hat einen Ritterbogen. Die habe ich ja schon ewig nicht mehr gesehen, die Ritterbögen. Ist hier irgendwas? Nee. Was geht denn jetzt eigentlich ab hier? Was wollen die alle von mir? Sogar die Wölfe, die eigentlich ganz nett sein können, sind gegen mich. So, der kriegt jetzt mal einen One-Shot. Boah, das war mega knapp. By the way. Fast vereist worden. Okay. Da bleibt jetzt eigentlich auch sowas. Reicht vollkommen aus. Da die anderen leben noch. Komm schon. Och, es wurde einfach nicht getroffen, der Weiße. Naja, dann halt drauf da. Und immer schön drauf. Jawohl. Beide eingefroren. Alle. Fast. Okay, ja, dann mache ich jetzt das da. Schön aufladen und... Sehr schön. Und damit ist er schon tot. Gut. So schnell kann man also... Oh, nice, ein Topaz brauche ich noch. So schnell kann man also auch Weiße besiegen. Weg mit dir. Der wird jetzt eh runterfliegen, glaube ich. Nein. Wow. Übertreib halt mal. Das geht ja gar nicht. Aber Maxi-Trüffel, den nehme ich gerne. Zwei Stück gleich. So, Moment. Jawohl. Damit war es auch mit dem da. Zwar habe ich sie nicht so besiegt, wie ich es eigentlich geil fände. Mit. Ihr müsst schon oben reinschießen, aber naja, so ist es halt nun. Das Dumme ist bei so einem Bogen. Oh, ich wollte eigentlich sagen, dass das nicht gleich tötet, aber es hat direkt getötet. Okay, aber dieses Plateau hat bis jetzt eigentlich noch nicht so wirklich zu bieten, muss man sagen. Sorry, Fledermaus, aber ich wüsste genau, dass du mich angreifst. Das habe ich jetzt nicht ernsthaft für gar nichts gemacht, oder?
Da ist eine Truhe, na Gott sei Dank, ey. Ich dachte schon. So, alle weg. Okay. Wenigstens. Ich dachte jetzt wirklich schon alles umsonst. Aber nein, es gibt wenigstens eine Truhe. Mit einem violetten Rubin. Gut. Haben wir hier mal schön aufgeräumt, das Saphias Plateau. Und schauen uns das jetzt noch zu Ende an. Vielleicht. Vielleicht gibt es ja doch noch was zu sehen. Wie? Oh, diesen Krog. Also diese Kreise, die kann man echt gut von Weitem auch schon sehen. Da gehe ich dann gleich hin. Ich möchte jetzt erstmal bis zum Ende vorgehen. Der Spurdefekt ist ganz praktisch. Ich weiß, dass ich jetzt schon 4 Minuten damit verschwendet habe. Aber egal. So kann ich hier nicht einfach auch fahren. Doch, tatsächlich. Oh, und hier sind auch... Also man kann hier echt leicht diese weißen Exalfrosse fahren. Ganz im Gegensatz da, wo ich mal war. Die gelben, die kann man ja nicht so leicht fahren. Mich schon ab und zu mal ankotzt, weil ich von denen ganze 30 Stück brauche. Und gerade mal... Für die Stufe 4 Verbesserung. Und gerade mal 14 habe. Ja, das ist halt noch nicht mal die Hälfte, so ungefähr. Okay. Wo ist jetzt der Croc da vorne? So. Die krasse Ebene, diese riesige. Okay. Ach, hier ist auch das Siegerversteck, ne? Ja, da sind wir also. Okay, habe ich noch Markierungen frei? Ja, tatsächlich. Okay. Gut. Dann versuche ich jetzt hier mal einfach zu flüchten. Blaue Markierung kann eigentlich schon weg. Da waren wir ja jetzt schon. Wir waren jetzt hier eigentlich auch im ganzen Plateau. Das sehe ich jetzt mal einfach als ganzes Plateau an. Und dann gehen wir jetzt. Die ganzen weißen Exalfrosse, die können jetzt mal. Ich gehe. Ah, und ich sehe schon, da ist ein riesiger Felsen. Und komischerweise wird auch die Schreinmarkierung, die blinkt schon wie wild. Oh Gott. Wie? Ich probiere es erstmal so rum. Okay, ganz gegen die Wand quetschen. Muss ich es nur noch so zurückschaffen. Bitte. Bitte, bitte, bitte. Ja, haha. Sehr schön. Mal wieder... Also, ihr seht schon dieses Gebiet. Das habe ich auch schon im letzten Part angesprochen. Ist ziemlich, ja, nicht das Einfachste. Und auch die Crocs anscheinend sind nicht so einfach, wie ich jetzt schon merke. Gott, ey. Warum tut man mir sowas an? Ehrlich. Gut, dann gehen wir doch gleich mal, ich glaube, fast schon zu diesem eisigen. Da ganz runter geht's auch irgendwo. Ach, und da ist das Siegerversteck. Ah, okay. Und ein Gegnerlager gibt's dort noch. Okay. Da ist tatsächlich gleich der Fight gegen Meister Kuga. Ich wusste gar nicht, dass man da auch anders weggehen kann. Ist mir neu, auf jeden Fall. Aber ich denke mal, da wird sowieso nichts mehr sein. Deswegen gehe ich jetzt einfach mal hier hoch. Und wir schauen da nicht vorbei. Ich habe kapiert, dass da ein Schrein ist. Keine Sorge, Spiel. Oh Mann, warum sind hier so viele davon? Wow. Mit Zoom-Effekt sogar, ne? Das ist halt das Krasse. So, ich bin nicht ansatzweise voll. Was probiere ich hier eigentlich? So geht's aber auch. So. Und dann würde ich sagen, bevor die mich jetzt hier abschießen, rutsche ich mal kurz weg. Wow. Nice. Aha. Du bist also schuld daran. Der Eispyromagus. Okay. Mich jetzt bloß kurz auf diese kleine Ebene, weil die sieht mir schon ganz verdächtig aus, bevor wir auf diese große Ebene gehen. Ja, tatsächlich. Oh je. Aber dann mache ich es lieber so. 2 Lagerfeuer. Zack. Jetzt ein Feuerschwert. Ja, weil so geht es, denke ich mal, am schnellsten. Jetzt kann ich mich auch woanders in der Zeit hingehen. Wie zum Beispiel diese 2 Pyromagusse töten, wie ich gerade sehe. Willst du mich verarschen? Da war einer weg und der zweite auch weg. Ha. Sehr schön. Wenn es da oben schmilzt, schmelze ich es noch hier unten weg. Denn wer vielleicht aufgepasst hat, der sieht, dass hier ein Schrein irgendwo sein soll. Und ratet mal, wo der ist.
Genau, genau darunter. Aber ganz ehrlich, ich verschwende da jetzt nicht meine Feuerschwerter etc. Ich lasse es einfach brennen und genieße hier die Zeit mit Leuchtsteinen und Feuersteinen. Komisch, dass der Stein leuchtet und dann ist da nicht mal ein Leuchtstein drin, aber okay. Sieht man schon was? Nee. Schmilzt das überhaupt? Ich mach mal... Ah ja, hier sieht man den Schrein schon. Ich mach mal noch mehr. Nochmal zwei. Und ein Feuerstein. Ich hoffe mal, das reicht. So, also mit 5 sollte das jetzt wohl schnell gehen. Ich guck mal oben und schau, wie weit der Croc ist. Ah ja, und Ulpa-Ebene gehen wir gerade, okay. Dann, ja, das passt eigentlich. Die Markierungen können eigentlich schon weg. Keine Ahnung, warum ich die noch nicht habe. Ulpa-Ebene, dann können wir nicht hier perfekt über die Brücke nachher gehen. Und sind dann im Zappo-Schneeland. Doch jetzt, ach ja. Wollte ich erstmal da oben gucken. Wie es denn da so den Croggies, dem Croc geht. Ist er schon da? Tatsächlich. Ging ja ganz flott. Gut, dass ich zuerst auch hier war. Obwohl das auch egal wäre. So, ist der Schrein jetzt schon frei? Nee, aber es, ich denke mal, es läuft ganz gut. Wo waren wir jetzt denn schon? Ah ja, eigentlich... Ich denke mal, dass in dieser riesigen Ebene sowieso nichts mehr ist. Deswegen können wir dann beruhigt hier aufs Opa-Land gehen. Ulpa-Hochebene, meinte ich. Und uns da umschauen. Doch, wie gesagt, jetzt sollte erstmal dieser Schrein hier mal aufgelegt werden. Ich bin auch gespannt, wann es zusammenbricht. Man sieht auf jeden Fall, wie gut schmelzt. Und ich kann ja jetzt auch unterstützen mit meiner Feuerlanze zum Beispiel. Ah, und ist das ein Polarstab? Dann würde ich meine nämlich austauschen. Eis und Eis tatsächlich. Ja, geil. Dünn, dünn, dünn. Ah, ich mag nicht noch mehr Holzteile verschwenden, ist das Ding. Und man sieht den ja schon ganz gut. Aber doch, ein großer Teil muss schon auch wegschmelzen. Deswegen mache ich es jetzt doch. Ups. Feuerstein und zweimal Stein, Holz bitte. Na klar, kann ich hier nichts in die Hand nehmen. Aber tatsächlich geht es echt schnell, wenn man dagegen boxt. Deswegen mache ich das jetzt doch mal. So, wie ihr gesehen habt, habe ich auch antike Riesenkerne gefarmt, wer es vielleicht gerade gesehen hat. So, ja, es reicht schon. Okay, Tui Taka-Schrein. Let's go. Schmelzendes Eis. Ja, dann ist doch ein Feuer... Na, ein Feuerschwert ist nicht gut, wie ich gerade sehe. Okay, wir müssen dieses Eis teilnehmen. Ach so, reiche mir das Eis da und ich zeige dir den Weg. Ja. Wollte ich gerade sagen. Okay, da ist eine Truhe. Dann möchte ich eigentlich da schon zuerst rein gehen. So, geht das nicht einfach, indem ich Stasis anmache? Nee. Aber Moment mal, wir können cheaten. Mit unserer Anti-Feuer-Rüstung nehmen wir ja kein Brennen. Eben, dann sollte das doch funktionieren. Ja. Ich meine, es ist jetzt nur die Truhe, deswegen mache ich das einfach mal für ein Eisschwert. Da habe ich tatsächlich schon eins, aber dann wechsle ich es halt einfach aus. Obwohl ich das wahrscheinlich noch nie benutzt habe, aber egal. Ah, mit doppelter Haltbarkeit. Ja, also ist doch fast dasselbe. Na gut, und dann starten wir jetzt mal. Das war natürlich, das war die erste Truhe. Ich wollte eigentlich gerade sagen, das war natürlich nicht die einzige Truhe. Und dann kommt so, ja, du bist übrigens fertig, was Truhen angeht. Okay, ich meine... Dann ist es halt so, das war jetzt schon riskant, aber es hat gepasst. Jetzt ist das Ding halt. Wie kann ich die ausmachen? Also schießen soll ich das ja wohl kaum, oder? Doch. Oh, okay. Damit habe ich eigentlich gar nicht gerechnet, aber okay. Kann ich eigentlich springen? Ja, kann ich. Gut. Zack. Ah, und jetzt macht es auch viel mehr Sinn. Denn jetzt, ups, nehmen wir einfach
Naja, ich wollte ja auch nicht mehr cheaten, deswegen ziehe ich mich gleich mal wieder um. In mein Standard-Outfit eigentlich. Da. Gut. Ich denke mal, wir müssen den auf jeden Fall mitnehmen. Genau. Dann gucken wir mal weiter. Ich finde es immer noch krass, dass in so einem Schrein nur eine Truhe ist. Ich meine, da könnte man schon mehr machen. Boah, das passt auf jeden Fall. Und dann können wir locker hier durchlaufen, ohne dass irgendwas passiert. Ich meine, das Eisen schmilzt ja wohl nicht so schnell. Hier sehe ich auch schon wieder, was zu tun ist. Ich muss also den weiterhin mitnehmen. Und das ist tatsächlich die letzte Hürde schon. Okay, ich dachte eigentlich, der Schrein wird größer, aber gut, dann halt nicht. Jetzt ist die Sache halt, wenn ich so mache, ne? Also ich muss ja so hochhalten. So. Ah, Moment. Ich habe eine Idee. Ah. So. Komme ich da durch? Nee, komme ich nicht. So sollte ich durchkommen. Passt aber nicht. Okay, ich glaube halt nicht. Nee, das glaube ich nicht. Stopp. Das Ding ist halt, ich kann es nirgendwo befestigen, soweit ich das jetzt sehe. Kann ich das Eis schieben? Nee. Auch nicht. Ah, Moment. Ich mach's wieder so. So, das sollte doch passen. Ich weiß nicht, ob es die Lösung ist, aber ich mach's mal so. Oh, das war mir fast schon zu knapp. Aber das Eis hat überlebt, deswegen jetzt hoffe ich es einfach mal, es ist noch groß genug. Ja, ich denke mal, es ist sogar noch Originalgröße. Deswegen passt es. Nochmal letzter Check. Ja, Truhe habe ich. Habe ich es eigentlich auch in dem... Wo ist denn der? Ah, hier der Schrein. Ja, tatsächlich. Okay. Dann nichts wie weg von hier. Aus diesem heißen Ort. Und dann kommen wir raus und erkälten uns noch in der Kälte. Hier, nimm dein Eis. Ja, eigentlich brauche ich es nicht. Ich wollte dir nur ein Zeichen der Bewährung geben. Ja, dann tu dies halt. Okay. Und dann geht's jetzt endlich auf diese Ebene drauf. Ich bin schon gespannt, was es da noch so geben wird. Warum auch immer hier jetzt eine Gerudo-Musik kommt, eine Wüstenmusik. Ich meine, hier ist gerade so ungefähr das Gegenteil einer Wüste, aber naja. Warum ist es hier so grün oder soll das einfach Schnee darstellen? Keine Ahnung. Ich nehme jetzt mal, da ich noch genügend Ausdauer habe, kann ich den Schmurtling schon mitnehmen. So, hier sind Bären. Oh mein Gott, die haben wir schon lange nicht mehr gesehen. Habe ich da überhaupt ein Foto von? Ja, vom Kaiserbär. Den würde ich doch jetzt erstmal mal... Alles ist gut, Bärchen. Yay, wir können Bären reiten. Ich weiß gar nicht, ob wir das schon mal gemacht haben. Wenn ja, dann ist es auf jeden Fall ewig her und ich habe es nicht so bewusst euch vorgestellt. Und hier ist ein Glasirock. Heißt für mich... Mal ganz kurz, Bär, alles gut, dankeschön. Ich muss mal... Ich habe doch jetzt kein Gefrieren, ne? Ja, genau. Dann kannst du hochkommen. Glasirock. Haben wir auch schon lange nicht mehr gesehen. Oh, das ist tatsächlich so einer. Ja, dann passt es ja eigentlich. Nicht drehen. Außerdem, was ist denn das für ein Kackbogen, den ich hier gerade habe? Oh, ich dachte, ich werde safe getroffen. Ah! Jetzt komm! Ja, so passt doch. Nee, jetzt zerlinkt nach unten mit dir. Und habe ich vielleicht eine Lanze? Ja, nur die da halt, ne? Naja, dann mache ich es halt weiter so. Ich brauche gar keinen Bombenpfeil eigentlich. Kann genauso auch normale nehmen. Ein Diamant! Oh mein Gott, er hat einen Diamant gedroppt. Den gönne ich mir. Krass. Ich meine, ich brauche wahrscheinlich eh keinen mehr, aber einen Diamanten nehme ich gerne so. Und ich finish ihn jetzt mit dem Triple Bogen und wechsle dann gleich mal. Nicht, dass wir den verschwinden. Ja, eigentlich auch wieder auf den da. Beziehungsweise,
Ich mag nicht mehr diesen Zoom-Effekt, deswegen nehme ich jetzt einfach den da. Krass, dass der einen Diamant gedroppt hat. Das finde ich immer noch sehr gut. So, aber leider keine Topasse, die ich eigentlich als einziges noch brauchen würde. Naja. So. Urbosas Zorn ist bereit, entfesselt zu werden. Das ist schön, Urbosa. ich will jetzt zuerst rot. Ja, zu rot gehe ich zuerst. Moment mal, habe ich da schon wieder einen Steinkreis? Nee, das ist kein Steinkreis. Ich gehe trotzdem mal nach oben. Ja. Jetzt weiß ich ja nicht, ob es der oder der hier oben ist, aber der hier oben ist für mich irgendwie viel, ja, wie soll ich sagen, viel ansprechender für einen Croc. Deswegen lasse ich hier wieder ein Feuer brennen und gehe dann mal, ne? Also kann dann woanders hingehen. Und wenn es dann nicht so ist, dann mai, dann ist es so. Dann komme ich halt nochmal. So. Jetzt mag ich zu rot. Da waren wir doch schon bei dem Gegnerlager, ja. Okay. Dann schaue ich mich erstmal in der Zeit, wo du schmilzt, ein bisschen hier um. Da ist halt nochmal eine Ebene. Ich bleibe jetzt erstmal hier oben. Vor allem, weil das da vorne ja schmilzen soll. Und den Croc freiräumen. Oh, hier sind die kleinen Glasirocks. Glackrock, stimmt. So heißen die. Da geht's rüber. Heißt, hier ist tatsächlich nichts mehr, wirklich. Okay. Ja, gut. Könnte ich mir wieder Wildbären und das war's eigentlich. Und da ich gerade so viele... Oh mein Gott, wie viele. Kommen hier gerade die Fledermause? Nee, die gibt's ja nur auf der Ebene von Hyrule eben. Zack. Perfekt. Ich muss jetzt einfach wieder ein bisschen Holz bekommen, weil wir so viel gebraucht haben in letzter Zeit. Sehr schön. Croc-Fächer schon wieder. Krass. Ach so, immer da, wo es explodiert. Okay. Jetzt ist das Ding, ich habe schon wieder vergessen, wo ich den Croc hingestellt habe. Aber ich denke mal, hier ist sowieso nichts mehr. Deswegen, ja, da vorne, ja. Okay. Also ich hoffe einfach mal, dass es der Croc ist. Wo ist denn das andere da? Ja, sonst wird es nämlich hier auf jeden Fall anzeigen. Okay, ich bin mir relativ sicher, dass wir den richtigen uns ausgesucht haben. Ist tatsächlich aber noch nicht geschmolzen, gescheit. Das dauert ja wirklich ewig. Schneela. Vielleicht gehe ich dann doch mal da runter. Ja, da ist eh so ein kleiner Spalt. Ist hier was? Ich kann ja von hier einfach gucken. Ich sehe aber nichts so wirklich. Was ist denn hier? Tatsächlich ein Baum. Das ist sehr offensichtlich. Meiner Meinung nach. Ah, der ist hier rechts. Okay. Oh Gott, wie weit unten ist der? Egal, ich habe Rivali. Ich gehe nochmal nach oben. Und da muss ich hin, weil da ist ein Croc. So. Dann mal gucken. Bitte sag nicht, ja, nicht umsonst. Aber ganz ehrlich, wenn so ein Baum da frei rumsteht, dann ist es doch eigentlich immer ein Croggy, oder nicht? Also erfahrungsgemäß eigentlich schon. So, ich kann ja hochspringen. Und hol mir diesen hier, der ziemlich weit unten für dieses Gebiet ist. Ich meine, dieses Olper-Hochebene ist echt weit oben. Wir kommen tatsächlich echt gar nicht mehr so schnell durch das Gebiet. Wir haben heute gerade mal Saphias Plateau und das hier geschafft. Und dieses große Gebiet fehlt ja eigentlich noch, ne? Nee, das schaffe ich nicht. Ich gehe nach da. Und von dort aus dann wieder nach oben. Ist blau da, wo der Croc ist? Nee. Jetzt ist die Croc-Markierung weg. Ich muss zuerst nochmal zu Lila, weil der schmilzt ja gerade und dann ist es. Ich bin tatsächlich gerade alle Fähigkeiten beisammen gehabt. Also dreimal Rivali, dreimal Urbosa, dreimal Daruk und einmal Mipha. Das kommt ja ziemlich selten vor. Habe ich wohl gespart. So, und von hier schaffe ich es, glaube ich, selber. Moment mal, das ist so eine Schneetaube, ne? Muss ich von der noch ein Foto machen? Ich glaube aber nicht, weil ich habe eigentlich so gut wie alle Tiere. Schneetaube. Ne, ich habe es gerade gesehen, dass blau ist. Okay. Dann ist ja gut. Ich dachte mir echt schon wieder gerade, wie groß ist dieser Berg denn? Wird er niemals enden. Aber alles gut. Ja, ich denke mal, wir gehen tatsächlich dann direkt über die Brücke. Ob hier was ist, ich weiß nicht. Unter der Brücke platziert man ja eigentlich immer gerne was. Deswegen gehen wir da mal dann hin.
Ja, einmal über das Plateau halt, da war ich doch gerade. Nee, tatsächlich nicht. Naja, dazwischen, und ich denke mal, da wird jetzt nichts mehr sein, was Croc-mäßig angeht. Oder insgesamt, was Wichtiges halt ist. Und er ist fertig, gut. Dann kann ich ihn mir jetzt gratis wiederholen. Lagerfeuer brennt tatsächlich noch. Gut. Und wenn dann Lagerfeuer schon hier brennt, dann würde ich sagen, ich nutze es gleich mal aus und warte bis zum Morgen. Ich weiß, dass gerade erst 12 Uhr mittags ist, aber da wir jetzt eh nicht in einem Dorf oder sowas sind, können wir das doch schon machen. So. Schon habe ich mich wieder in einen Schneeregen gebracht. Okay. Naja, ist nicht so schlimm. Wir gehen hier einfach mal weiter entlang auf der Olpa-Hochebene. Ich denke zwar nicht mehr, dass hier jetzt allzu viel sein wird. Ich meine. Ach so. Nee, nicht allzu viel. Nur ein silberner Leune. Oh, darauf war ich jetzt gar nicht vorbereitet. Naja. Ist auch egal. Dann besiegen wir den halt. Der hat doch eine fette Keule. Die finde ich nicht schlecht. So, hallo. Moment. Ach, egal. Warum heust du? Was ist los? Hi. Wieder viel zu spät gemerkt. Mein Gott sei Dank. Ist das ready? Und wir haben auch Ubosa. Dann kann ich euch mal zeigen, wie krass das ist. Und die Korkmaske muss ich kurz ausziehen. Denn ich will mein starkes Reckengewand anziehen. Dazu brauche ich den Kopf. Du willst rennen? Zu mich zu. Wie jetzt? Ich weich aus und trotzdem Daruk Schild. Okay. Also 5000 Leben hat's, ne? So. Sagen wir noch 2008. 2000. Schaut, das macht einfach 500 Damage. Obwohl das Zorn. Das ist schon krass, echt. Und dann gehen wir noch drauf. Also, es ist ganz easy, gegen so einen Boy zu gewinnen mittlerweile. Wäre jetzt traurig, wenn ich sterben würde. Ja, I know. Wieso war hier gerade ein Aufwind eigentlich? Wir hätten auf jeden Fall krasse Moves drauf. Muss ich halt mehr aufpassen. Nee, den machst du nicht. Stopp. Huhuhu. Jawohl. Und schon. Weiter geht's. Schon die Hälfte ist weg. Jetzt kann ich auch mal wieder das hier machen. Du machst jetzt nichts. Nein. Du machst sowas nicht. Oh, da ist auch die gerade Barodra. Das finde ich gut. Der unterstützt uns hier gerade. Deswegen war hier auch ein Aufwind. Okay. Ich verstehe. Nein. Oh Gott. Oh Gott. Link, Link, Link. Renn, 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 renn. Oh mein Gott, war das knapp. Also ich kann noch nicht. Naja, dann probiere ich es halt. Dass er mal hochkommt. Oh Gott, was ist das denn? Er macht einfach mehrere Angriffe hintereinander. Das habe ich jetzt auch noch nicht gehabt. Bevor du jetzt noch mehr ausrastest. Ja, wie weit muss ich denn hier weg sein dafür? Jetzt verkacke ich gerade. Ich verstehe es schon, weil ich gesagt habe, dass ich, wie man gegen den verlieren kann noch. Wie war das denn nicht richtig? So, egal. Weiter drauf, Link. Link, Link, Link. Weiter drauf, weiter drauf, weiter drauf. 400. Ja, das schaffst du, Link. Bevor der droppt, bevor der droppt. Komm schon. Oh, bevor er irgendeinen Angriff macht. Ja. Silberne Leune besiegt. Nice. Habe ich jetzt zwar schon öfters, aber wir haben es trotzdem geschafft. So, das Leunenherz, das nehme ich sehr gerne. Topas auf. Jetzt gucken wir mal, ob ich das Großschwert über Platz habe. Ja, bestimmt. Dann will ich jetzt aber auch mal eins benutzen. Aber alle so krass halt. Vielleicht sollte ich auch mal so eine Waffe benutzen. Ich meine, für was habe ich sie? Gut, aber das hätte ich jetzt echt nicht erwartet, dass nach einem Ivarok tatsächlich noch sowas kommt. Und hier ist ein Aufwind. Oh, cool. Ja, den benutze ich doch gleich mal, um darüber zu kommen. Das Ding ist halt, ich weiß jetzt nicht, ob da... Da ist ein Croc-Rätsel. Ich sehe es ja von hier schon. Dann mache ich es ganz einfach. Ich mache mal wieder den Teleporter hier hin. Damit wir auf jeden Fall schneller zurückkommen. Oh, da ist auch noch ein Stein. Also immer, wenn man hier so nachguckt, findet man ganz gutes Zeugs. Ehrlich.
Ja, egal. Also auf jeden Fall jetzt erstmal platzieren und neu platzieren. Und dann können wir uns die zwei Crocs holen, bevor wir dann oben weitermachen, weil das wäre jetzt sinnlos, nach unten zu fliegen, um wieder nach oben zu kommen. Da unten ist es. Sieht aus wie so ein DNA-Streifen diesmal. Ich dachte, ich kann noch locker das machen. Oh mein Gott, so traurig, dass ich da jetzt gestorben bin. Ah, von oben sieht man es, denke ich mal, sogar am besten. So traurig, dass ich gerade bei einer silbernen Leune es nicht gebraucht habe, Mipha. Aber dann, ja, bei am Sturz. Oh Mann. Gut. Okay, jetzt ist die Sache, ich glaube, ich brauche trotzdem Rivali. Ich weiß jetzt nämlich nicht, wie hoch das ist. Wir werden sehen, jetzt gleich. Moment. Sollte aber nicht so hoch sein mehr, nee. Nee. Ist gut. Warum auch immer hier so komische Brücken sind. Es wird auf jeden Fall gefühlt immer höher und höher. So kommt es mir zumindest so rüber. Das ist krass. Okay. Jetzt muss ich halt nach oben. Und das geht, denke ich mal, am schnellsten einfach durch Rivali. Doch, hier sollten wir uns auch mal... Moment, hier waren wir doch schon. Ja, ach, okay. Doch, da vorne. Was ist denn das? Sehr felsig hier. Naja. Ich gehe dann mal nach oben so. Ja, es ist nämlich ganz gut auch. Und ich sehe schon wieder, dass es ein richtiger Kack-Croc ist. Wir müssen nämlich genau wieder in die Mitte reinstellen. Farodra ist schon wieder da. Also der zieht hier seine Runden. Okay. Es fände ich auch voll cool, wenn es so eine Schnittstelle gäbe, wo man alle drei Drachen sieht. Das ging jetzt erstaunlich schnell. Wenn ich das mal so sagen kann. Jaha. So. Jetzt haben wir hier eigentlich alles abgeschlossen, was ich so machen wollte. Dieses riesige Gebiet kommen wir dann ab dem nächsten Part. Hier sollte man vielleicht auch noch hingehen. Agathberg, der ist auf jeden Fall riesig und direkt am Rand der Map. Ich meine, schaut mal weiter, kann ich hier gar nicht gehen. Ah, da ist ein Steinkreis. Hier gibt es echt viele Steinkreise, wie ich so sehe. Warum auch immer hier mit Crocs markiert, aber weil es am Kaiser Tal direkt ist, okay. Ach, und übrigens, das wollte ich noch ändern auf, weil das ist nicht ein wichtiger Spot, sondern das ist zum Fighten. Genauso wie hier wahrscheinlich. Okay. Jetzt fehlen auch nur noch drei Ivaroks, die alle drei in diesem Gebiet sind, heißt drei Glassiroks. Und jetzt würde ich eigentlich sagen, wir teleporten uns nach... Mal wieder... Na, obwohl, welche haben wir denn am wenigsten gesehen? Eigentlich die Fee. Und gehen dann zur großen Fee hier. Damit wir noch ein paar Verbesserungen heute haben. So... Für die große Fee müssen wir einmal hier runter, okay? Sollte ich mir vielleicht auch mal merken. Also wie gesagt, die haben wir vielleicht erst zweimal oder so gesehen. Jetzt in der Wüste waren wir ziemlich oft. Und deswegen gehen wir jetzt mal zu dieser Fee, die dritte, die wir gefunden haben. Und schauen wir mal, was sie uns so verbessern kann. Ich hoffe jede Menge, damit ich nicht mehr so viel farmen muss. Aber soweit ich weiß, sollte jetzt nur noch eigentlich das... Isolier-Outfit, also das für Elektroschutz bleiben. Den Rest sollte ich jetzt eigentlich verbessern können. Denn ich war sehr, sehr fleißig. Ich habe Sternsplitter gefahren und antike Riesenkerne, was so ungefähr das Schwerste war, würde ich sagen. Servus! Rosa. Also als erstes möchte ich mal kurz diese zwei Helme hier, weil die anderen beiden haben wir schon. Deswegen Barmido-Helm bitte. Ah. Dankeschön. Damit ist auch dieses hier zum Maximum verstärkt. Der Mido-Helm. Jetzt fehlt ja nur noch Router, oder? Ja. Okay. Und wie ich Sternsplitter gefarmt habe, das habe ich euch ja schon gezeigt, erklären, wie ich jetzt diese antiken Riesen kenne, die eigentlich echt selten sind. Ich meine, wie viel spielen wir jetzt schon dieses Spiel? Wie lange? Fast ein Jahr. Relativ regelmäßig. Und ja, ich konnte jetzt erst... Ich muss mal kurz sortieren. Ja, hier fehlen mir Topasse, ist das Problem.
Da wollte ich aber auf jeden Fall das hier zuerst mal machen. Sternsplitter habe ich euch ja schon gezeigt. Und antike Riesenkerne haben wir vielleicht 10 Stück bekommen in der ganzen Spielzeit. Und farmen kann man sie am besten, indem man laufende, fliegende oder diese starken Wächter, die es nur im Schloss Hyrule gibt, besiegt. Und wie man das am besten macht, ist, indem man... 11 Stück. Indem man speichert, bevor man einen Wächter mit einem antiken Pfeil oder mit einem Schildblock oder wie auch immer, ihr wisst ja, wie man Wächter besiegt, ne? Indem man, das farmt. Also man speichert, tötet den Wächter, wenn da aber nichts Gescheites rauskommt, heißt jetzt einen antiken Riesenkern oder auch zwei, wie man hier braucht. Dann ladet ihr die Datei neu und tötet ihn nochmal. Wenn ihr dann wieder nichts gedroppt, dann wieder neu laden. Und so lange macht ihr das, bis euch gefällt, was er droppt. Wie zum Beispiel einen antiken Riesenkern oder auch einfach einen kleinen Reaktorkern. Ich weiß jetzt nicht genau, wie die heißen. Und ja, so bekommt man antike Riesenkerne. Ich habe aber trotzdem irgendwie gefühlt für einen 15 Minuten gebraucht. Also das dauert schon so seine Zeit. Aber ja, es funktioniert auf jeden Fall, diese Taktik. Ja, ich sollte was spüren. Jetzt kommt noch das hier. Noch meine letzten zwei antiken Riesenkerne. Weil ich glaube, dass ich dafür da nichts mehr brauche. So, ich wollte jetzt einfach mal die ganze Animation zeigen mit der Fee. Warum denn nicht? Ich finde ihre Frisur eigentlich ganz toll. Aber die Haare sollten noch länger sein. So bis ins Wasser rein, dann fände ich es am coolsten. So, perfekt. Mal wieder was aufs Maximum. Jetzt sind wir auch hier, glaube ich, fertig, ne? Warte mal, sortieren. Nochmal gucken. 4, 4, 4. 4, 4, 4, 4. Ja, alles passt. So, außer halt das da, das ich verbessern kann. Und das hier auch. Heißt, wir haben gleich alles auf der ersten Seite komplett. Saphire muss man halt einfach, genauso wie Topasse, seltene Erze finden und farmen, was eigentlich auch recht nervig ist. Aber wenn man es über das ganze Spiel... Ich meine, wenn man 100% hat, dann... Also 100% spielt, dann hat man eigentlich diese Probleme nicht mit Erzen farmen. Keine Ahnung, warum es bei mir jetzt mit Topassen auftaucht. Ich wusste auch nicht, dass ich so viele brauche. Aber gut. Für die 1000%, wie ich sie nenne, mache ich das doch gerne. Du solltest die Wärme spüren. Ah, okay. Also hier, wie gesagt, fehlen mir Topasse. 5 Stück an der Zahl. Und halt Exhalverschwanz gelb. Und das hier kann ich schon komplett. Hinoxherz und Löschflügler. Löschflügler sind auch recht schwer zu farmen, aber da sollte man einfach nach Aiden gehen. Steht ja auch im Fotobuch, wenn man ein Foto gemacht hat, welche man, also wo man die finden kann. Ich glaube in der Aiden-Schlucht und am Todeswerk, obwohl ich immer zur Aiden-Schlucht gegangen bin. Und da ging es dann eigentlich ganz gut. Hinoxherzen sind sowieso kein Problem, weil wir haben ja eh schon alle 40 Stück besiegt, die es in dem Spiel gibt. Und wenn man das macht, dann hat man auf jeden Fall genügend, wie man gesehen hat. 17 von 2. Ja, hatte ich. Gut, damit haben wir auch die Anti-Feuer-Rüstung, die wir heute tatsächlich nochmal verwendet haben. Auch alles komplett auf 4 Sterne. Okay. Anti-Feuer-Rüstung. Mal gucken. Also wie gesagt, hier dieses Isolier-Outfit, das fehlt halt noch komplett. Also eine Sache könnte ich verbessern, ja klar, aber den Rest sieht schlecht aus. Hier die Spurtfeilchen, wie gesagt, habe ich gefarmt. Brauchte man 45 Stück, kann man ganz gut in bergigen Gebieten, heißt jetzt in der Gerudo-Hochebene farmen. Oder auch in Hebra, heißt das Gebiet, was ziemlich kalt ist. Ich glaube, es gibt es nicht nur in kalten Gebieten, sondern halt auch... Zum Beispiel in der Wüste, wenn es ziemlich bergig ist, haben wir ja vorher auch welche gefunden. Deswegen denke ich mal, dass es nicht nur in kalten Gebieten zu finden ist. Auch nicht so schwer zu farmen. Ich dachte mir eigentlich, dass jetzt so richtig, richtig krasse Sachen kommen bei den 4 Sternen. Wie nur zum Beispiel Löschflügler oder halt auch Frostflügler und alles. Halt die Sachen, die man schwer farmen kann, wie auch die Libellen. Aber das ist gar nicht so und das hat mich sehr gefreut. So, und ich habe tatsächlich schon fast alles jetzt gefarmt. Das ist super. So, also wie gesagt, wir sortieren nochmal. Hier haben wir jetzt alles auf 4 Sterne. Oder halt, was man nicht verbessern kann, das halt auf 0. Dann, ja, halt das da fehlt auf 3 Sterne. Also das fehlt noch. Ich glaube, dann haben wir hier sonst auch alles schon. Ja.
Ah ja, und da habe ich extra Leunenherze gefarmt. Hätte ich gewusst, dass wir heute auf einen stoßen, dann hätte ich eine Leune weniger töten müssen. Aber gut, die taucht ja eh danach im Blutmond auf. So ist nicht. Bleibt ja nicht für immer weg. So, Leuchtmaske. Die haben wir tatsächlich ziemlich schnell die Sachen gekriegt auch. Ja, und ich wollte noch gucken, bis auf das hier haben wir hier doch auch alles, ne? Ja, das ist die Diamanten. Wie viele? 10 Stück auch. Ich habe 26 mittlerweile. Und ich glaube, dann haben wir tatsächlich alles. Ja, das haben wir jetzt. Ja, es fehlt tatsächlich nur noch die Leuchthose noch. Der Leuchtanzug, das Diamantending und der Isolieranzug. Ist halt ziemlich übersichtlich. Wie gesagt, ich muss gelbe Exhalfosse finden und töten. So wie Topasse 5 Stück. Aber das ist 5 Topasse. Ich glaube, das kriege ich schon ganz gut hin. Aber gut. So, jetzt noch den Leuchtanzug. Yay. Okay. Ich wusste auch nicht, dass ich das so schnell bekomme, ehrlich. Das hat mich echt geflasht. Also wie gesagt, Isolieranzug kommt dann mal später. Jetzt noch der Diamantstirnband. Ich verabschiede mich mal wieder bei der großen Fee. Bis zum nächsten Part. Ja, wo wir hoffentlich die 4 Sterne dann komplett haben. Bis dahin und tschüss.